Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich natürlich herzlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut und draußen es ist fucking turbodunkel. Was ist das für eine Welt? Es ist am Tag und es ist turbodunkel. Was für eine Welt leben wir? Gut, heute spielen wir. Es ist Preseason, Leute. Preseason ist da, um neue Champs zu lernen. Oder generell sich zu entwickeln, würde ich sagen. Vielleicht auch, um zu trollen, aber ja, also ich bin da jetzt nicht immer so der Turbo. Also klar, ich bin immer so ein bisschen Turbo-Troll. Lasst uns ehrlich sein, aber... Ne? ja. Also, heute habe ich mir gedacht, wir spielen Ahri. Ahri ist, ich glaube, das habe ich schon 100 Mal gesagt, weiß ich nicht, oder? Alle 5 Jahre ein Video, wo ich sage, Ahri ist eigentlich der perfekte Champ für mich. Denn sie ist mobil, sie kann gut, sie hat CC, sie scaled gut, sie macht alles gut, sie hat, ne, guten Damage, Outplay-Möglichkeiten und so weiter. Mobility. Deswegen spielen wir heute Ahri. Vielleicht lernen wir sie, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Bei mir ist es so, Ahri spiele ich immer so, keine Ahnung, 5, 6, 7, 10 Games und dann höre ich auf mit Ahri meistens. Ich kann es leider nicht durchziehen. Vielleicht, weil ich irgendwann immer so ein Game habe, wo ich richtig hart zacke mit ihr. Heute spielen wir auf jeden Fall, beziehungsweise ich habe dann mal geguckt, okay, was spielen die Koreaner so auf Ahri? Und die spielen Glacial immer noch. Ich war nie so der Fan von Glacial, weil ich immer gedacht habe, okay, hey, da fehlt Damage. Aber, wie wäre es, wenn wir heute jetzt einfach mal Glacial spielen? Das heißt, wir machen hier einen Auto-Tag. Sie ist geslowt. Und sie kriegt ja nicht ganz so eine geile Q, aber das lag vielleicht auch am Winkel. Das heißt, Glacial schlaut mit jedem Auto-Tag und wir kaufen natürlich die Slow-Items. Ne? Ist natürlich gegen sie jetzt nicht ganz so gut, weil sie einen Doran-Shield hat und jetzt, weil sie die Auto-Tag, heilt sie sich, aber... Ne, warum nicht? Das bedeutet... Also ich muss auch sagen, ich habe überhaupt keinen Bock auf Katarina. Katarina ist super eklig, aber wir machen the best out of it. Ne, wir werden mal das gucken, wie das Ganze funktioniert. Natürlich, klar, mit den Auto-Tags ist nice, aber auch generell... Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Wir nehmen den Jungle Warwick. Aber auch generell, zack. Ja, das mit den Qs, das muss ich definitiv noch üben, ne? Aber generell nachher, unser Item-Bild ist natürlich dieses Glacial Einfrier-Item. Das bedeutet, dass wir diese Eissplitter werfen können und nachher die Geister haben. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Da haben wir eine Q durch, bitte gib mir. Ah, nice, die kann neu bekommen. Ich dachte kurz, dass ich sie nicht kriege. Hätte sein können. So. Ja, es wäre mal cool, wenn ich meine Q lande. Vielleicht klappt es besser ohne Auto-Tag. Vielleicht. Okay, das war ein bisschen dumm, aber jetzt kriegst du eine Q zurück. Danke, immerhin. Und noch ein Auto-Tag, komm. Ein Auto-Tag. Und noch ein Auto-Tag. Und noch ein Auto-Tag. Und noch eine Q. Ja, und noch ein Auto-Tag. Ja, ist okay. Vielleicht springen sie nochmal drauf. Und noch ein Auto-Tag. Und noch ein Auto-Tag. Und eine Q. Ja, also da muss man sagen, hat es jetzt schon ein bisschen gezimmert. Ne? Ein bisschen hat es gezimmert. Hier ist eine E. Hier ist eine W. Hier ist ein Ignite. Hier ist ein Auto-Tag. Wenn sie jetzt nicht stirbt, hasse ich sie. Okay, sie stirbt. Ich wollte kurz flashen, aber ich war schon wieder so kurz davor, wo ihr sagt, ja, Tobi, da hättest du nicht flashen müssen. Diesmal habe ich... Also vielleicht hätte ich flashen können, aber... So, hier machen wir... Ich habe Mini-Materialisierer mitgenommen, tatsächlich. Hier machen wir die Q durch. Schön, 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 schön. Leider kein Mana mehr. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Schön. Schön. Den einzigen Unterschied, den ich habe, ist, dass der koreanische Spieler hat hier die 5% CDA mitgenommen. Ich habe dieses zum Potten mitgenommen. Weil er hat nämlich mit Flask angefangen. Ich finde, wer mit Flask anfängt, da ist die Runde doch eigentlich perfekt. So, das ist jetzt so eine persönliche Abweichung. Wir wollen besser in League werden. Das heißt, wir kaufen einen Control Word, wir müssen auf die Map gucken. Das sind zwei wichtige Dinge. Ja. Grundsätzlich bei ihr ist natürlich, sie wird uns nach ulten, dann müssen wir sie charmen, das ist wichtig. Ab einem gewissen Fettigkeitsgrad ist das Problem allerdings, dass sie so viel Damage in den 1-2 Sekunden macht, bis mein Charm da ist, dass ich schon quasi sterbe. Aber da dürfen wir sie nicht hinlassen. Und das größte Problem bei Katarina ist immer, du kannst sie 0-2, 0-3 bringen, aber irgendwann kriegt sie ihre 4-5 Kills auf einmal und dann boom. Gut, weiter im Text. Further in the text. Auto-Tech Q. W. Auto-Tech. Ja, ich meine, sie hat Doran Shield, so viel Damage kriegst du nicht. Und wir machen natürlich ohne Electrocute auch deutlich weniger... Oh nein, scheiße, ich dachte, wann haben wir sie getroffen? Wir machen natürlich auch deutlich weniger Damage. Ohne Electrocute. Oh lol, Pock! Turbo Pock. Turbo, Turbo, Turbo Pock. Ich denke mal gerade gegen Nahkämpfe ist es sehr gut. Dieses Glacier-Zeug. So, wir werden jetzt, ich will ja besser wieder werden in League. Ich sag aktuell ein bisschen, will besser werden. Wir werden in Control. Ich habe eins gekauft, wir werden es stellen sogar. Wir werden es hier in diesem Busch stellen. Hier ist es sehr gut, gerade weil Dragons aktuell sehr stark sind. Und weil Dragons so stark sind, dieser Glacial-Build ist so ein Midgame-Build, glaube ich. Und Midgame ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die kommt jetzt hier drauf gesprungen. Na, okay, das klappt nicht. Ja, manchmal muss man auch probieren, Leute. Sometimes you have to probibate. Wie sieht's unten aus? Die haben halt einen Yasuo... Ah, hä, warte mal, nee.
Ne, der Herr, wo. Herr, ist der ja so runterteleportiert? Ja, anscheinend. Verrückt, verrückt, verrückte Welt. Verrückte Welt, verrückte Welt. So. Wir werden bald 6. Haben leider noch kein Ignite. Ich würde gerne auf dem Ignite warten. So, wir müssen ein weiteres Ward stellen. Allerdings, Warwick ist gerade unten. So, Auto-Attack Q. Okay, das ist natürlich fies. Müssen wir akzeptieren, aber sie hat jetzt keinen Sprung mehr. Ich würde aber echt auf mein Ignite warten. Wir machen mal die Kanone da weg. Zack. Ich weiß nicht, ob man jetzt 2 Nahkämpfer materialisiert. Ich würde sagen, ja. Wäre gut, wenn ich sie noch ein bisschen poken könnte. Ein bisschen pokey-pokey. Jetzt will sie die Kanone haben. Na gut. Vielleicht, die Frage ist, ob wir vielleicht... Ja, ich glaube, wir passen auf. Wir machen das so. Wir gehen mal eben... Ich weiß nicht, eigentlich sollte ich nicht einkaufen, glaube ich. Aber ich gehe mal eben einkaufen, dann kaufen wir uns... Eigentlich kann ich mir gar nichts kaufen. Soll ich wirklich einkaufen? Ich meine, sie ist jetzt auch Level 6. Das heißt, einen Level-Vorteil habe ich nicht. Ich möchte also einen Item-Vorteil haben. Normalerweise würde ich das Ding zuerst kaufen, aber... Aber, meine Freunde, aber. Ich habe ja auch eine Flask. Wir kaufen das Ding. Das ist vielleicht auch ein Vorteil am Einfrierer. Man hat direkt so ein Power-Item, ne? Und ich glaube, der Vorteil ist, dass man halt viel Auto-Attack. Dadurch macht man Auto-Attacks, die man sonst nicht machen würde vielleicht. Oh, shit, Leute. So it begins. Ich hoffe, nur Cutter kriegt den Kill nicht. Das wäre sehr wichtig. Vielleicht bekomme ich ja die Platte in der Mitte. Vielleicht kann ich ihr sogar helfen. Oder muss sie... Ne, ich glaube, sie ist tot, Leute. Sie ist sowas von tot. Aber ich komme. I try to come with. Sie hat leider kein Mana mehr und ich weiß nicht. Oh, aber wenn der mich nicht gesehen hat. Oh, ich habe ihn gecharmt. Der ist tot. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, das war ein Flash von ihm. Das ist perfekt quasi im Prinzip. Hier machen wir noch einen schönen Heal durch. Einen schönen Heal durchschallern. Da machen wir noch einen Minion weg. Zack. Ja, Brudi, was ist das hier? Der machen wir jetzt keinen Zauber drauf, weil es kostet mich nur unnötig Mana. Das Mana will ich lieber für Caitlyn benutzen. Hier, für sie. Für sie. Ja, guck mal, das schallert. Sag mal, das schallert. Wäre der Wortweg nicht, könnte ich sie getten. Gettenspagetten. Also, das Einfrieren bisher gefällt es mir sehr gut. Auch wenn wir weniger Schaden haben als vielleicht mit Elektro-Gute. Gefällt es mir sehr, 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 sehr gut. Die Frage ist, können wir sie töten? Wir haben jetzt auch gleich wieder den verstärkten Auto-Attack. Und was wir machen müssen, Warwick ist oben. Das heißt, die Chance, dass er gankt, wir sichern uns mal komplett ab. Die ist auf jeden Fall da, die Chance. So, wir können ja gucken, ob wir sie jetzt unterm Tor ein bisschen pokey-pokey können. Auto-Attack wäre gut. Aber, passt auf, wir nehmen jetzt den Minion und Charm da durch. Nee, tun wir nicht. Ja, Moment. Hier so ein Poke-Q. Zack, schön. Ein verbesserter Auto-Attack. Ja, ich glaube, sie wird jetzt auch shoppen gehen. Wenn sie aber shoppen geht, dann roamen wir, Leute. Dann gehen wir nach unten. Oder wir nehmen eine Platte. Oder beides. Beides klingt wie ein guter Plan. Wie ein äußerst deliziöser Plan. Wir packen mal einen Punkt in die W rein. So, eine Platte into Roam nach unten. Da sehe ich mich. Okay, die Platte kriegen wir. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir hätten jetzt sogar... Oh, hier unten, das ist aber harsch. Problem ist, wir haben keine Ultimate. Ich glaube, klug wäre es jetzt, Base zu gehen. Aber ich meine, hier unten, das sieht... Ich habe halt keine Ultimate. Aber vielleicht geht da ja was mit Uli. Mit Uli, Uli. Aber er ist Level 4 und er wird jetzt sterben, aber wird sehr viel Aggro ziehen. Weil die ihn töten wollen. Frage ist, kann ich hier was töten? Oh Mann, der Olaf ist halt wirklich so bad. Okay, aber das war... Ja, war das worth? Weil ich verliere jetzt halt 300 Gold. Er pinkt jetzt hier. Ich hab Ult, rein theoretisch, wenn du jetzt was machst. Wir slauen jetzt ein. Okay, nee, da müssen wir raus. Okay, das ist... Ja, es ist fein. Ich meine, ich hab... naja. Ich muss shoppen. Das Problem ist, dass... Erstens fehlt Cutter. Ich muss auf die Map achten. Cutter kommt. Cutter kommt. Cutter ist oben. Naja, meint. Okay. So, wir können direkt das Ding hier kaufen. Schuhe haben wir auch, weil wir diese, Treter, diese Holztreter haben. Ich hoffe, dass Camille jetzt nicht stirbt. Sie wird aber... Ja, hm. So, wir haben jetzt die Einfrierkanone. Die macht ja auch Schaden wie Loons im Prinzip. Das ist ja also ähnlicher Schaden. Klar, der gibt, glaube ich, 10 weniger AP. Kann das sein? Ja, aber kostet auch 300, 400 Gold weniger. 400 Gold ist ein Buch, sind 20 AP. Also dahingehend haben wir gar nichts verloren. Wir sind 3-0, was gut ist. Wir haben 5 Stacks, wir könnten sogar für den Major gehen. Jetzt würden wir für die Geister gehen. Und danach wahrscheinlich für Morello. Dann könnte man Rabadon Stundenglas, irgendwie sowas in der Richtung. Muss man dann gucken, so. Cutter kommt jetzt, wir haben keine Wards. Mein Control Ward steht aber noch. Schön. Schön, das heißt, wir könnten jetzt pushen, Roman. Es könnte sein, dass Cutter shoppen geht. Es könnte aber auch sein, dass sie von der Seite kommt. Okay, da ist sie. Ja, okay, das war ein bisschen motiviert. Aber, naja. Müssen ein bisschen, ja, genau, das meine ich. Hier, wir machen jetzt so und so und so und so. Ich glaube, er hat keinen Ult. Er hat ja gerade unten geultet. Guck mal, hier kriegen wir sogar noch ein bisschen Damage drauf. Und können so ein bisschen, ne? Das ist okay. Klar, wir haben geflasht, war unglücklich. Ich glaube, ich hätte ihn auch... Wahrscheinlich hätte ich ihn hier sehen können.
Wahrscheinlich, oder? Oder kam er von hier oben? Nee, ich glaube nicht. Gut, jetzt haben wir halt gar kein Ward mehr, leider. Die können wir töten, wenn wir Ult haben. Würde sie aber gerne etwas poken vorher. So zum Beispiel. Noch ein Auto-Tag drauf. Hier noch ein. Da noch ein bisschen Feuer. Wir könnten jetzt die Frage, sollen wir sie töten oder sollen wir robben? Sie töten wäre ein guter Plan eigentlich. Aber ich habe irgendwie Angst, dass Warwick noch hier ist. Wie sieht's oben mit Yasuo aus? Guck mal, Toplane sieht sehr gut aus. Gehen wir doch einfach mal hoch, Roman. Da muss ich nicht mal was treffen, glaube ich. Nur Ultimate, Ignite, so ein bisschen springen, ein bisschen Eis. Und dann passt das. Er müsste jetzt nur drauf gehen, dann passt das. Okay, Ignite ist drauf. Wir springen mal kurz raus. Und machen so. Und machen noch einen Auto-Tech. Und passt. Perfekt. Machen noch eine Q. Jetzt habe ich auch so ein bisschen den Gank erwidert, sag ich mal. Hier, komm, da kriege ich ja auch noch eine mit, oder? Oh, shit. Okay, das war... Ja, aber ich bin so oder so top wohl. Ah, okay. Nee, not too bad. Aber jetzt nicht zu greedy werden. Okay, ja, okay, also... Warwick ist tot, das heißt, wir können hier oben farmen. Der Charm, klar. Also meine Charms, da muss ich definitiv dran arbeiten, sind wir ehrlich. Ich bin kein Ahri-Pro oder so. Aber das war halt so, das hätte auch ein Play des Jahrhunderts werden können. Ne? So entstehen Plays. Du musst ein Wagnis eingehen. Oh shit, wo kommt der denn jetzt her? Teleport, Teleport, Teleport. Okay, ja gut. Wir kaufen uns jetzt noch Schuhe. Na, Teleport habe ich leider nicht dran gedacht. Kaufen uns ein Buch. Ah, ich hätte jetzt gerne noch ein Control Ward. Ich fühle mich so ein bisschen blind ohne das Ward da unten. Aber ich meine, wir sind Ahri. Wir können springen und so. Also ich würde sagen, ja, wir haben jetzt ja so viel Geld gegeben, leider. Kata hat einen Kill bekommen. Botlane, aktuell sieht es sehr even aus. Allerdings bei Olaf bin ich mir noch nicht sicher, wie der performt. Der ist gerade noch nicht so richtig on fire. Also es ist 2-3-2 geht, aber ich habe noch nicht so richtig was von ihm gesehen. Aber es ist fein, glaube ich. Und ich glaube, er kann gut Dragons töten. So, das Gute ist, das zweite Item ist halt krass, weil es gibt uns Movement Speed und CDR. Und ich habe auch CDR in den Runen reingepackt, die 10%. Also in den, wo man Attack Damage reinmachen kann oder AP. Und dementsprechend haben wir jetzt schon 26. Und gleich haben wir dann ca. 36, 37. So, ich muss jetzt schnell da runter, aber... Ja, das ist genau das, was ich meinte, by the way. Jetzt kriegst du ihre Kills, aber die kriegen wir, oder? Die fangen wir. Ich habe Ult. Beste wäre, wenn ich sie ohne Ult kriege, aber ich glaube fast nicht. Ja, machen wir lieber mit. Ja, das war's. Ja, okay, 600 Gold für mich. Ist fein. Hier unten kriegen wir vielleicht noch eine Blatte. Zack. Ich denke, man sollte halt auch echt immer versuchen. Das ging dieses Game nicht so richtig auf, aber... Auto-Tech E. Das ist, kann ich das haben? Doch, oder? Danke. Macht jetzt hier ein Fass auf, oder was? Okay, meine Chance. Ich versuche echt die ganze Zeit zu predikten, aber ich zack komplett, was das angeht. Wir haben jetzt... Wir können nochmal einen schnellen Pot reinmachen gleich, Leute. Auto-Tech. Q. Okay. Eis. B. Tötet sie bitte. Wenn, bitte. Oh, das schafft sie nicht. Harsch. Hätte ich da ein bisschen besser... Ich muss einfach... Okay, ich bin dumm gewesen, Leute. Können wir kurz akzeptieren, dass ich dumm war? Ich hätte einfach... Nur Auto-Tech E machen müssen. Ja, also, das wäre alles gewesen. Was haben wir jetzt hier bekommen? Erddrache, Inferno-Dreier? Cool, schön. Jetzt sind wir auch ein bisschen schneller. Dann hätte ich das Charm auch gelandet. Das wäre es gewesen. Also, den zweiten habe ich hier, aber den ersten. Der erste. Aber gut, passiert. Ich meine, sie ist auch relativ big gewesen, ne? Sie hat Ludens als Supporter. Viel mehr habe ich auch nicht. Klar, ein bisschen, aber nicht viel mehr. Also, Saramoi. Es war jetzt nicht so, dass ich von einem Supporter getötet wurde. Also, klar ist Morgana ein Supporter, aber sie hat Ludens. Ich habe Einführer. Und Schuhe. So, Toplane wird ein Problem werden. Ja, so wird ein riesiges Problem werden. Ein riesiges Problem. Wir pushen diese hier durch. Das klappt ganz gut. Und jetzt räumen wir wieder. Räuming Star. Eigentlich müsste ich sie töten. Wir machen hier ein Follow-Up-Ward. Und dann räumen wir runter. Denn der Vorteil von Ahri ist Roman. Aber Botlane kommt anscheinend ohne mich klar. Das bedeutet, wir töten einfach... Entweder wir gehen jetzt runter, falls Warwick kommt. Wir töten sie. Na, meint.
Oder, okay, Warwick ist oben. Wir töten Katarina, Katarina. Problem ist natürlich, dass Warwick jetzt oben ist. Das bedeutet, es kann sein, dass er jetzt gankt. Weil unser Topliner nicht da ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gankt, sogar sehr hoch, actually. Actually. Wir können ja einfach mal einfrieren. Hier brauche ich keinen Auto-Attack, Mann. Wenn ich einfriere, reicht auch einfach nur einfrieren. Aber lohnt das hier vielleicht? Einfrieren? Ey. Oh, okay, das ist harsch. Das ist halt Katarina, Leute. Okay, das ist harsch. Das ist harsch und unfair. Sie hat keine Ultimate mehr. Schön. Ich habe meine zweite Ult leider nicht, oder die dritte Ult leider nicht getroffen, sonst wäre es noch ein bisschen besser gewesen, aber es ist okay, es ist schön. Schön. Aber da muss ich halt aufpassen, sie kann halt über meinen Charm springen. Also eigentlich sollte ich meinen Charm gar nicht benutzen, oder? Im Prinzip kann sie auch erst ulten, wenn ich meinen Charm raus habe. Das heißt, das Richtige gegen Katarina wäre einfach nur Auto-Attack E. Nee, einfach nur einfach nur Auto-Attacken. Einfach nur Spells benutzen. Ohne E. Ohne E. Ich werde der allerbeste Ari-Spieler sein. Wie keiner zuvor war. Da komme ich nicht rüber. Ich dachte, na gut. Ich komme aber. Ja, andere Richtung. Andere Richtung. Andere. Okay, hier. Passt auf jetzt, Leute. Eiswürfelattacke. Eingefroren E. Wie konnte ich das verfehlen? Ich bin raus. Tschüss. Komme ich hier rüber? Eigentlich ja. Danke. Ja, wie konnte ich das verfehlen? Ich glaube, das war Lag oder so. Nö, ich hoffe, dass hier das Dings ist. Die Pflanze. Nö. Weil wo rennt der Warwick hin? Der rennt ja komplett runter. Mann, das gibt's doch nicht! Ja, okay. Ich meine, okay, den Warwick, der ist halt sauschnell gewesen. Den zu verfehlen ist fein, aber... Ja, okay, jetzt haben wir die Einfriergeister. Warum? Wie habe ich die Miss Fortune verfehlt? Ich glaube, das Problem, was ich habe, ist, dass ich denke... Ich glaube, wenn jemand eingefroren ist, dann muss ich einfach nur das Herz nehmen. Ich nehme es... Und ich werfe es einfach genau da, wo die Person steht, hin. Die Person steht da, ich werfe das Herz da hin. Bei mir ist das immer so, die Person steht da, ist eingefroren. Ich denke, ja, die läuft ja jetzt noch 3-4 Meter und dann mache ich das Herz ein bisschen. Aber die läuft nicht, weil die eingefroren ist. Das ist mein Problem. Mein Problem ist das. Wir müssen jetzt ein Control-Word stellen oder lieber ein Buch kaufen. Was würdet ihr tun? Wir kaufen ein Control-Word. Komm, Leute. Ich zeige euch meinen guten Willen. Wir kaufen ein Control-Word. Vielleicht müssen wir auch das Trinket wechseln, weiß aber nicht. Wir haben... Vision ist schon gut, ne? So, ich bin unterwegs. Komm, wir können jetzt die Geister entsenden. Geister, das sind Tom und Willy. Tom und Willy fliegen. Jetzt machen wir schon mal Ult. Ist ein bisschen früh. Okay, das hat... Ich dachte, das geht ein bisschen besser, aber das ist noch fein. So, Eiswürfel. Warten. Frapp, frapp, boing! Sisari, best Ari. Sisari... Best Ari. Da könnte ich jetzt Flash Charma, aber die kriegen wir auch so. Nice Pongi. Nice Pongi. So, hier nehmen wir eine Melone zur Belohnung. Eine leckere Frucht. Midlane wird gefarmt, das heißt, wir buschen Botlane durch. Wir haben halt auch sehr viel Ultimate Cool und das ist cool, weil wir jetzt schon 40% haben. Das ist nicht verkehrt. Sis Ari, Best Ari. Kding. Welcher ist der beste Ari-Skin? Frage an euch in den Raum geworfen. Ich glaube, der neue Elderwood ist ziemlich cool. Challenger ist ziemlich cool. Ich habe einen weißen Popstar. Eigentlich habe ich immer gesagt, Popstars ist für Frauen. Aber ich habe den Pearl Popstars. PP. Pearl Popstars. Der ist schon knallsaftig schön. Super saurig. So, wir haben unser Kontrollwort. Das wollen wir stelle. Oh, lol. Pock. Pock! Lass mich gehen! Also der Flash war jetzt ein bisschen tilt, muss ich zugeben. Ja, ich hätte... Guck mal, manchmal sagt man, hey, warum hast du geflasht? Ich hätte die ganze Zeit flashen können. Und hätte es überlebt. Aber nein, ich will mir das natürlich aufsparen. Der Yasuo könnte das Game noch killen vielleicht. Aber, oh, er ist 8-4. Aber nein, ich wollte mir das aufsparen und bin dadurch gestorben. So unnötig. Und jetzt verkaufen wir das Control Word, um die Geister gütig zu stellen. Kaufen das, dann schallert es nämlich. Auch übrigens, Tipp an alle Ari-Spieler, Leute, nehmt diese Rune mit Cheap Shot. Und nicht dieses Sudden Impact. Ich glaube, viele Ari-Spieler spielen immer mit Sudden Impact, weil sie denken, ja, ich dash und mach dann Damage, aber das ist actually echt keine gute Rune auf Ari. Nicht so gut, wie man denkt, zumindestens. Weil, der meiste Ari-Damage kommt
meistens so beim zweiten Dash. Also es kommt immer so drauf an, wie auf die Situation. Oft ist es so, man dasht, wartet noch so ein bisschen, dann kommt noch so ein bisschen der Charm, dann kommt erst das Q und das dauert alles ein bisschen. In der Zeit kann es sein, dass Sun Impact schon abgelaufen ist. Außerdem habt ihr dann keine Rune Pre-6. Wenn ihr aber den Charm trefft, macht ihr automatisch immer Cheap Shot mit drauf und das ist super krass. So, Geister fliegt und siegt, Pot ist drin. Jetzt machen wir das, Leute. Ultimate E. Kadenz, Kalone. Jetzt müssen wir natürlich warten. Q. Ich habe noch einen. Nevermind. Oh. Geht hier noch was? Jetzt. Auto-Tag. E. Kading. Meine hätte ich auch einfach E machen können, aber wir wollen das ja üben. Auto-Tag E. Und die getten wir auch noch. Schön. Komm, das Charm. Sie alle zu Knechten landen. Q. Na gut. Dann nicht. Ich bin da raus. Schade. Oh, shit, Leute. Hier unten kommt der Lord of Motherfucking Kadong. Mann, es ist aber auch schwer zu predikten, wenn die Gegner einfach überhaupt nicht moven, obwohl sie sollten. Oh, ich lebe nicht mehr. Schaffst du. Komischer Flash, aber hast du geschafft. Gut, so, schön. Ich würde sagen, dann verkauf war das. Machen das. Haben wir gleich Morellen. Waffe Gas kosten 550. Machen wir noch einen Punkt in die E rein. Mit E und W-Max ist auch immer so ein Ding. Also wenn das Game richtig schlecht läuft, maxst du E. Als zweites. Wenn dein Game relativ fein ist, so wie meins, die es war, dann kann man W als zweites machen. Es kommt halt immer so drauf an. Weil wenn du halt dein Game schlecht läuft, dann machst du kein Damage mit der W. Auch wenn da Punkte drin sind, dann machst du generell kein Damage einfach, weil du kein Geld hast. Dann kannst du lieber für ein bisschen mehr CC gehen. Gut, ich würde sagen, wir warten neuem auf Morellen. Forellen. Ich werde jetzt gleich zum Sport übrigens fahren. Heute ist Bankdrücken dran. Richtig Pock. Ansonsten, ihr könnt ja, ich weiß aktuell echt nicht genau, was ich spielen soll. Ja, ich wollte jetzt sagen, ja, hey, ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was ich spielen soll. Aber dann kommt ihr mit so Sachen, die ich A, gar keinen Bock drauf habe. Und B, schreibt der eine Urgott, der andere sagt B-Gott, der andere sagt C-Gott. Ja, was spiele ich denn jetzt? Ich habe überlegt mal wieder Zed, aber ich hätte mal echt Bock in der nächsten Season mal wirklich gut zu sein in League. Also, vielleicht auch mal höher zu kommen in League. Wisst ihr, was ich meine? So, Geister raus, Step 1. Ultimate, er ist eingefroren, wir warten. Jetzt so. Passt. Jetzt warten. Ice, Q, E und die Ultimate, ja gut, aber jetzt Auto-Tech Ward. Auto-Tech EQ. Kadings. Ja, ich meine, wir sind, man muss mittlerweile sagen, auch echt ahead, ne? Wir haben jetzt mehrere Leute, die fett sind. Ich bin gigafett. Sie ist fett. Oli ist fett. Top Lane ist mittlerweile fett. Aber ich glaube, ich habe fein gespielt. Report Top, Mid and Jungle. And AD Carry and Support. Das war das Beste. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt zum Sport düsen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Merci beaucoup. Ich glaube, das war sogar ein Promo-Game tatsächlich. Auf Wiedersehen. Ich hab euch lieb. Vergesst das nie. Tschüss.